Hallo, ich bin Michael Kellner. Ich übersetze aus dem Englischen und dem Amerikanischen und erzähle euch jetzt, wie ich zum Übersetzer geworden bin. Angefangen hat ja wirklich alles mit Allen Ginsberg. Dessen Geheul habe ich nämlich 1970 in Kassel am Theater gesehen. Ein Schauspieler stand an der Bühne und hinter ihm fing dann die Ballettkompanie an zu improvisieren. 10 Jahre später hätte man das wahrscheinlich Tanztheater genannt oder so. Aber so jedenfalls habe ich das Geheul kennengelernt und habe mir dann das Buch besorgt. Ein bisschen Kerouac hatte ich vorher schon gelesen. Aber das war für mich der Einstieg in die Literatur der Beat Generation, die ich dann 10, 20 Jahre später auch verlegt habe und nochmal 20 Jahre später angefangen habe zu übersetzen. Und deswegen bin ich heute Übersetzer. Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz. I saw the best minds of my generation. Es ist ja so, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Übersetzer gewesen bin, auch wenn ich immer wieder übersetzt habe. Ich habe angefangen in den späten 70ern mit einer kleinen Literaturzeitschrift. Die 70er waren die großen Zeiten der Literaturzeitschriften, der kleinen selbstgemachten Literaturzeitschriften auch, weil inzwischen der Offsetdruck aufgekommen war. Und es war viel einfacher und auch bezahlbarer, als noch 10 Jahre vorher eine Zeitschrift zu machen, wo alles noch über Bleisatz und Buchdruck ging und so weiter und so weiter. Aus dem Zeitschriftenmachen kommt dann auch ziemlich schnell der Impuls, Bücher machen zu wollen. Und so habe ich dann im Herbst 79, meine ich mich zu erinnern, die ersten 2, 3 Bücher vorgelegt. Anna Reinsbeck, Peer Schröder, Ted Jones. Da war eigentlich ein bisschen auch schon das Programm dann angelegt. Also junge deutsche Literatur, amerikanische Autoren. 80, 81 kam dann ziemlich schnell Allen Ginsberg dazu, den ich 1980 im Sommer in Amerika länger getroffen hatte. Aus so Begegnungen entstehen dann Bücher. Häufig jedenfalls. Als wir zu viert waren, in der Zeit haben wir uns sogar dann an große Projekte herangetraut. Wir hatten eine Biografie-Reihe. Da gab es Biografien zu, na, ganz vorneweg Samuel Beckett, aber auch William Burroughs und Jane Bowles zum Beispiel. Das waren alles ziemlich umfangreiche Bücher mit einem entsprechenden Arbeitsaufwand dabei. Wir haben aber auch damals jüngere englische Autoren wie den Nicholas Shakespeare gemacht. Oder historisches wie Paul Morand, der sein Ouvert la nuit und Fermé la nuit in den 20ern geschrieben hatte. Plus eine Reihe Hamburg-Krimis, die ganz erfolgreich war, die es aber trotzdem alles nicht rausreißen konnte. Und so war ich am Schluss alleine und musste dann den Verlag auch schließen. Ja, und das Witzige daran war, irgendwann merkte ich, ich hatte die Seiten gewechselt. Also vorher habe ich Übersetzungen in Auftrag gegeben für den Verlag. Plötzlich bekam ich Aufträge von Verlagen. Und da ich aber auch gleichzeitig wusste, wie das so läuft mit Übersetzungen, hatte ich da vielleicht gegenüber Berufsanfängern, die von der Hochschule kommen, frisch oder aus dem Studium, man kann ja übersetzen auch richtig lernen,
hatte ich da vielleicht einen kleinen Vorteil. Ich habe übersetzen rein Learning by Doing gelernt, was seine Vor- und natürlich auch ein paar Nachteile hat. Naja, ich habe ja schon so einiges übersetzt in den letzten 20 Jahren, für den eigenen Verlag hauptsächlich. Warum nicht das? Und habe angefangen, den Freunden, Bekannten innerhalb der Branche, ich kannte ja immer noch einige, zu sagen, dass ich jetzt auch übersetze. Und das fanden sie alle ganz prima und sagten, ja, wir denken an dich und wenn wir mal einen Auftrag zu vergeben haben, natürlich und so weiter. Es meldete sich nur keiner. Es ergab sich dann erst 2001 war das, dass ich für einen Hamburger Verlag ein Buch übersetzen konnte. Und dann dauerte es wieder 3 Jahre, bis ich ein zweites Buch übersetzen konnte. Das war dann die Frank Zappa Biografie von dem Barry Miles. Von Barry Miles hatte ich nun wiederum 95 die Biografie zu William S. Burroughs verlegt. Den kannte ich auch. Und hatte da also gute Argumente, warum ich der richtige Mann dafür sei. Also jedenfalls habe ich daran gemerkt, es dauert unglaublich lange, bis man Fuß fasst in der Branche. Selbst wenn man sich vorher 10, 15 Jahre darin bewegt hat, und auch eine Menge Leute kennt, ist es trotzdem sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, auch die jungen Leute, die Übersetzer jetzt, die von den Unis und von den Schulen kommen, die haben es entsprechend schwer. Denn daran hat sich nichts geändert, dass es wahnsinnig lange dauert. Das erste, was ich übersetzt habe, waren ja Gedichte. Und das ist im Nachhinein fast komisch, denn Gedichte gelten ja als mit die schwierigste Gattung überhaupt. Und in gewisser Weise sind sie das ja auch. Aber ich brauchte die halt für meine eigene Zeitschrift und für Veranstaltungen, für Lesungen mit Ted Jones, mit Dan Waldman, mit all den anderen amerikanischen Dichtern. Und habe dabei gemerkt, es ist ungeheuer hilfreich, die Sachen zu hören, also auch im Ohr zu haben und nicht nur auf dem Papier zu haben. Man versteht einen Text einfach ganz anders. Die Worte kann man ja immer nachschlagen, die einzelnen Worte, aber der Gesamtzusammenhang, der ergibt sich meistens über das Hören, über den Ton. Und heutzutage kann man ja alle Lesungen international im Internet nachhören sozusagen. Und mir hat das unheimlich viel geholfen für die viele Prosa, die ich später übersetzt habe. I saw the best minds of our generation. Als ich angefangen habe mit Übersetzen, da hatte ich immer noch links das Buch vor mir liegen und auf dem Bildschirm halt meine Schreibseite. Ich war aber sehr glücklich, als es mit den E-Books anfing oder als man im Vorfeld auch schon mein Manuskript als PDF bekam. Dann konnte ich nämlich das PDF oder das E-Book auf der linken Bildschirmseite haben und mein Schreibfenster geöffnet auf der rechten Bildschirmseite. Mir kommt das beim Arbeiten sehr entgegen, vor allen Dingen auch, weil man den Kopf ständig hin und her und vor und zurück, sondern man muss nur die Augen bewegen. Links aufs Original, rechts auf die Übersetzung. Und manchmal, ganz altmodisch, schreibe ich mir auch einfach was auf. Fragen, die mit dem Text zu tun haben, aber nicht unmittelbar gelöst werden müssen oder nicht aus dem Arbeitsfluss heraus gelöst werden müssen. Und die schreibe ich dann einfach auf. I saw the best minds of this generation.